Was macht eigentlich Arnold Schwarzenegger? Und wen interessiert das noch so richtig? Der Typ, der mal der vermeintlich größte Hollywood-Star war, den es hier gegeben hat, ist mittlerweile ja ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ist in einer obskuren Mischung aus Ex-Politiker, jetzt wieder einigermaßen Comeback-Schauspieler, so aus der öffentlichen Wahrnehmung zwar nicht verschwunden, aber die großen Nummern in Hollywood, das sind mittlerweile andere, zum Beispiel Dwayne The Rock Johnson oder Vin Diesel mit ihren Fast and the Furious Filmen oder Tom Cruise, der mit knapp 60 noch die halsbrecherischsten Stunts vollführt. Dabei war Schwarzenegger mal über ein Jahrzehnt, also 82 mit Conan ging's los bis einschließlich 96 mit Eraser, was sein letzter vernünftiger Kassenhit war, die große Nummer in Tinseltown. Willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Arnold Alois Schwarzenegger, geboren in der Steiermark, zog eines Tages aus, um die Welt zu erobern. Zuerst die Bodybuilding-Welt und dann später Hollywood. Trotz eines nahezu unaussprechlichen Namens und mit einem deftigen österreichischen Akzent ist es ihm irgendwie gelungen, den Hollywood-Olymp zu erklimmen. Er hat angefangen als schwertschwingender Conan, dann wurde er der ewige Terminator, zwischendurch war er noch der Running Man und dann 96 unter der Regie von Die Maske-Macher Chuck Russell wurde er zum Eraser, auf Deutsch zum Auslöscher. US-Marshal John Krueger, der wahrscheinlich ursprünglich Krüger heißt, aber dann hat man die Ü-Pünktchen weggelassen, weil die Amis, also jedenfalls Krueger heißt er und das ist schon mal das erste Positive an dem Film, zumindest heißt er nicht John Matrix wie in beispielsweise Phantomkommando, ist ein sogenannter Eraser. Das heißt, er arbeitet im Zeugenschutzprogramm und sorgt dafür, dass Leute, die gegen kriminelle Organisation oder ähnliches aussagen, eine neue Identität verpasst bekommen und dass niemand die aufspüren kann. Und zu diesem Auslöschungsprozess gehört es nicht nur, die alte Identität zu löschen und die alten Kreditkarten zu verbrennen von einem wichtigen Zeugen. Nein, dazu gehört auch, alle auszulöschen, die von diesem Zeugen wissen. Also, wie man das halt so in Arnold Schwarzenegger-Filmen macht. Also, das heißt mit viel Bum-Bum. Und da gerät er eines Tages an die Programmiererin Lee Cullen. Sehr, sehr glaubwürdig verkörpert von der ehemaligen Miss, ich glaube Teen USA war sie mal, Vanessa Williams. Also wenn man die sieht, denkt man sofort, Programmiererin, ist ja logisch, die für einen Rüstungskonzern arbeitet und da finstere Machenschaften offenlegt. John Krueger holt sie also aus dieser Firma raus, besorgt ihr eine neue Identität, bringt sie in so ein Safehouse und sorgt dafür, dass sie dann in Ruhe gegen diesen Rüstungskonzern aussagen kann. Doch! Da hat er das Rechnung ohne das Drehbuch gemacht und ohne seinen Chef, gespielt von James Caan. Und ich habe schon wieder vergessen, wie er in dem Film heißt. So gut konnte ich mir das merken, dass ich ihn nur als James Caan kenne. Also der Hollywood-Veteran spielt hier einen auf dem Papier Regierungsbeamten, der aber natürlich bestechlich ist und deswegen diese Zeugin aus dem Weg geräumt haben will. Robert De Guerin, so heißt er, und ich muss dabei extra im Internet nachgucken, der arbeitet zusammen mit zu einem diesem Rüstungskonzern, der die ganze Geschichte natürlich vertuschen will. Dann mischen noch italienische Mafiosi mit, wie das in so Filmen in den 90ern so ist. Und wie alle italienischen Mafiosi in den 90ern sind die entweder fett gefressen oder tragen billige Jogginganzüge aus Ballonseide oder schlecht sitzende Anzüge, oder Goldkettchen, oder sie paffen Zigarren, oder alles davon auf einmal. Dann mischen die Russen noch mit, abgesehen davon, dass zu dem damaligen Zeitpunkt der Kalte Krieg schon 7 Jahre vorbei war, aber Russen gehen nochmal immer, auch im Jahre 2020 gehen in Hollywood auch noch Russen, mal abgesehen davon, dass sie versuchen mit Bots US-Wahlkämpfe zu beeinflussen. Also ist es alles ein bisschen verschwurbelt und ein bisschen verdreht und ein bisschen zu viel auf einmal. Was auch daran liegt, dass zwar auf dem Papier 3 Leute das Drehbuch geschrieben haben, aber dann kam Frank Darabont, der Macher von Die Verurteilten, noch dazu und hat noch ein paar Seiten am Drehbuch mitgeschrieben. Dann kam John Milius, der Conan der Barbar-Macher, auch noch dazu, weil er ein alter Kumpel von Schwarzenegger ist und ihm den Gefallen getan hat, das Drehbuch so umzumodeln, dass es für Schwarzenegger passt. Und das merkt man im fertigen Film an. Also das ist ein Konvolut
von 4 oder 5 Filmen, die in einen Film zusammengemischt wurden. Also der wäre gerne Agenten-Thriller und dann wäre er gerne Action-Film-Vehikel für Schwarzenegger und dann wäre er gerne Gangster-Film, weil die italienischen Mafiosi mitmachen und dann wäre er gerne internationaler Spionage-Thriller, weil irgendwie die Russen noch mitmischen. Und dann wäre er noch gern ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht, weil es um ein neues Waffensystem... Kannst du mal dein scheiß Motorrad ausmachen, ey? Versuche ein Video zu drehen. Ingo Filmfreak, Sie erhalten eine Strafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen den YouTube-Sprachkodex. Und dann gibt's noch diese futuristischen Waffen, mit denen Arnold Schwarzenegger natürlich im Showdown rumballern muss. Und also alles ist ein bisschen viel auf einmal. Und dabei hat der Film nicht sonderlich viel Neues zu erzählen. Arnold Schwarzenegger mit Mega-Gewehr-Wumme. Arnold Schwarzenegger gegen Flugzeuge. Arnold Schwarzenegger gegen Krokodile. Arnold Schwarzenegger gegen andere Geheimagenten. Arnold Schwarzenegger bei einer Autoverfolgungsjagd. Arnold Schwarzenegger und es explodiert um ihn herum. Das ist alles nicht sonderlich neu oder originell. Es ist aber zumindest einigermaßen kurzweilig erzählt. Angenehm an dem Film, die, wie ich finde, meistens überflüssige Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptfiguren wird uns hier erspart. Das bleibt also wirklich rein professionell. James Caan kann wirklich alles spielen. Der Mann, der ja in den 80ern ein bisschen im Karrieretief gesteckt hat, hat ja in den 90ern wieder ordentlich Boden gut machen können, nachdem er in der Stephen King-Verfilmung Misery einen großen Erfolg erzielen konnte. Der spielt hier den Bösewicht-Agenten wirklich mit der nötigen Portion Zynismus und ab und zu auch ein bisschen Augenzwinkert. Also das macht sehr viel Spaß. Vanessa Williams... Naja, einen Oscar wird sie in diesem Leben nicht mehr gewinnen, das ist aber gar nicht schlimm, zumindest passt sie auf die Rolle und auch Arnold Schwarzenegger wird in diesem Leben keinen Oscar mehr gewinnen, aber er macht in dem Film das, was man von einem Schwarzenegger erwartet, nämlich, dass er böse Jungs totschießt und dabei sehr muskulös aussieht. Natürlich schafft er es auch in diesem Film, dass im Showdown komischerweise sein Pullover hier oben an den Schultern abreißt und Bizeps zum Vorschein kommt, der größer ist als mein Oberschenkel. Ja, gehört wohl zum guten Ton eines Arnie-Films dazu. Alles in allem ist es einigermaßen gefällig inszeniert. Also Chuck Russell wird sicher nicht mehr der beste Regisseur von Hollywood und außer Die Maske und Eraser hat er nicht mehr viel gerissen. Ich finde auch nicht, dass der Film jetzt sonderlich gut und originell ist. Es gibt andere Actionfilme mit Schwarzenegger, die sind auch nicht besonders gut oder besonders originell. Die sind aber immerhin straff inszeniert und die machen Spaß. Der hier ist selbst für einen Schwarzenegger-Film, ja, ich würde sagen, okay. Eraser erfindet das Rad nicht neu, aber ich glaube, das war auch gar nicht der Sinn der Übung. Es ging darum, Schwarzenegger in möglichst absurden Action-Szenarien zu präsentieren und ihn dabei zu zeigen, wie er möglichst viele Leute totschießt. Das ist hier absolut gelungen. Es explodiert, es kracht, es wumst. Über die Story sollte man sich nicht allzu viel Gedanken machen. Wer sich hier also was erwartet im Stile von Mission Impossible oder die 3 Tage des Condor, also das ist dabei nicht rumgekommen. Das ist kein Spionage-Thriller. Das ist ein 1A... Visier runter und ab nach vorne, Actionkracher, in dem Schwarzenegger das machen soll, was er am besten kann. Kein Überfilm, kein nicht mal für Schwarzenegger-Verhältnissen Überfilm. Also wenn man 100 Leute auf der Straße fragt, was für Filme fallen euch zuerst zu Schwarzenegger ein, dann sagen die meisten Terminator, Conan, vielleicht True Lies, vielleicht Red Heat, von dem ich bis heute ein großer Fan bin, oder vielleicht seine Komödien wie Twins oder Junior. Eraser wird meistens sehr selten benannt, obwohl das der letzte große Action-Erfolg von Schwarzenegger war. Also ein Jahr später kam The Sixth Day, der gelinde gesagt unterdurchschnittlich gut war und dann hat seine Karriere nie wieder so richtig Fahrt aufgenommen. Dann ist er nochmal 8 Jahre in die Politik. Mit Expendables und Escape Plan hat er sowas wie ein kleines Comeback gefeiert, aber das waren entweder Ensemble-Filme oder bei Escape Plan hatte Stallone die eigentliche Hauptrolle und dann hat er noch so kleine Action-Klopper gedreht wie Sabotage. Also der große Weltstar, der in den 80ern und frühen 90ern waren, die ist er nie wieder geworden. Allein deshalb, aus Nostalgiegründen, kann man sich Eraser nochmal angucken, um mal zu kapieren, ach ja, stimmt, das war mal der größte Actionstar auf der Welt. Ist eine Ecke her. Für ein straff inszeniertes, aber insgesamt nur mittelmäßig ausfallendes Action-Spektakel, das gerne hätte mehr sein dürfen, gibt es unterm Strich aber noch 3 von 5 Radiergummis und einen halben Oberarm. James Caan hebt die ganze Sache über Durchschnitt. Ohne ihn als Bösewicht hätte ich der ganzen Geschichte wahrscheinlich nur 2 von 5 gegeben. Aber es ist ein kurzweiliger und einigermaßen okay inszenierter Actionklopper, den man sich an einem Sonntagnachmittag ruhig mal angucken kann, wenn es arg langweilig wird. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Teilen. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Viel Spaß beim Gucken von Eraser und bis zum nächsten Mal. Wer kennt das nicht? Da möchte man sich einen Film ansehen, weiß aber nicht, ob der gut oder schlecht ist und ist darum völlig verunsichert.
Das muss nicht sein. Mit diesem Abonnieren-Button könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Deswegen steht auf dem Button auch Abonnieren. Und vergesst nicht, das kleine Glöckchen-Symbol zu drücken, dann bekommt ihr immer sofort eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe.